Einen wunderschönen guten Abend hier aus Schattis Piano Lounge. Wir haben heute den 28. Februar 2021 und endlich haben wir wieder Sonntagabend und ich habe wieder einen Gast hier, nämlich die Katja. Katja, ich grüße dich. Ich grüße zurück und ich weiß nicht, ob das irgendeiner schon mal gefragt hat, aber Schatti, hat irgendeiner schon mal versucht, die Bobbles hier zu fangen? Nee, noch nicht, aber gezählt. Aber gezählt hat schon mal einer. Ich versuche, die Bobbles zu fangen. Ja, kannst du gerne machen. Sehr cool. Katja, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe was vergessen. Normalerweise, es gibt ja so Rituale, wenn man anfängt und so weiter. Mein Ritual ist, dass ich einen Uso vorher trinke. Ach je. Leider habe ich das bis jetzt verpasst. Ich habe den hingestellt. Wärt ihr dagegen, wenn ich den Schatti kurz einlade, auch einen Uso mit mir zu trinken? Ist das okay? Ja, alle nicken, ich sehe. Ja, super. Jetzt werde ich schon verführt hier zum Alkohol trinken. Ach je. Okay, das ist also dein Ritual. Ja. Wir fangen an mit Alkohol. Ja, und wir sagen vorher Jammers. 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 Oh, total super. Das ist ein toller Start, glaube ich. Ja, hier ist schon der Hansi mit dabei und die Verena. Oh, Junge. Die Verena Krebs und der Jan Günther, die Nicole Henke. Ricardo Orlan, oh Junge, da hat sie aber hier. Ja, bei mir auch. So. Leute, habt ihr mitgekriegt? Hier, die Katja hat mich direkt verführt. Ist ein tolles Ritual. Oh. Und es gibt auch Lieder, da. Oh, da geht's um die Kirche. Ach. Um Ginhäuser. Hätten wir einen um Ginhäuser, getrunken. Ja. Oh, ich muss erstmal Wasser trinken. Oh, das geht aber heiligsblechle. Oh. Junge, sehr cool. Ja, für euch da draußen, schön, dass ihr zuschaut. Ich sehe schon, damit du Bescheid weißt, wir haben jetzt schon, hier sind schon knapp 40 Leute mit dabei. Alle schreiben hier Jammers. ja, total cool. So, du fühlst dich gut? Ich fühle mich easy. Ja, wollen wir einen ersten Song machen oder was? Direkt loslegen. Ich wäre total dafür und ich muss nebenbei noch sagen, der ist wirklich toll. Klasse. Ja, der Uso war mega. Ja, wunderbar. Ich wollte sagen, wir fangen einfach mal an und ja. Der erste Song von Katja. Katja, wie fühlst du dich? Cool, alles easy. Alles easy. Also es ist wirklich total schön, chillig, Chill-Out-Arena. Also ich glaube, ich bin besoffen. Ich habe auch gedacht, oh ja, gerade beim Singen. Ich also, hoffe, für die, okay. Die es jetzt gerade nicht mitbekommen haben, also die Katja ist heute hier als Sängerin. Wir haben gerade schon Uso gezogen, der erste, muss ich dazu sagen, und vielleicht auch keinen zweiten mehr. Der einzige. Mache ich gar nichts mehr.
Was ihr unbedingt wissen müsst, was ich jetzt erzähle, bevor die Katja was erzählt. Katja und ich haben uns genau vor 3 Stunden kennengelernt. Wir haben nicht zusammen geprobt, gar nichts. Ich war da ein bisschen skeptisch am Anfang, weil Katja kommt von ein bisschen weiter weg, da wird sich gleich was zu sagen. Wir haben nicht geprobt, wir haben uns kennengelernt, dann haben wir erstmal einen Kaffee getrunken, erstmal eine geraucht und dann haben wir gesagt, jetzt könnten wir ja mal eben die Lieder anspielen. Haben wir gemacht, geil. Alles easy, alles easy. Es ist auch wirklich leicht, wenn man einfach jammt oder. Das passt perfekt, das ist echt klasse. Ich kann nur jedem empfehlen, der es möchte, macht es auch hier, bewerbt euch, wirklich toll. Ja, cool. Der Hansi schreibt sehr geil, die Silvia Paul, die war auch schon hier, schreibt, wow, hier geht's ja richtig ab. Der Horst Colling Rockröhre, das ist ja mal geil. Die Manuela schreibt, der Wahnsinn, die Sina schreibt, Hammer, genial, wow, großartige Stimme, jawohl, mega, das geht ja mega ab. Also alle begeistert. Dankeschön. Sehr cool. Wir haben aber natürlich auch ein paar schuckige Lieder, so Schucke-Schucke und Lieder. Wir haben nicht nur Rock, also nicht nur Hard, wir haben auch ein paar andere. Ja. Das nächste Lied zum Beispiel wäre Like the Way I Do. Und als Frau muss ich mal sagen, nebenbei erwähnt, mach es so, wie ihr es wollt. Lasst euch nicht beeinflussen. Like the Way I Do. Genau, so sieht es nämlich aus. Und das spielen wir jetzt in der Version am Piano und ich bin da sehr gespannt drauf und du wahrscheinlich auch. Ich noch mehr als du. Und für euch, gebt uns bitte kurzes Feedback, ob der Sound in Ordnung ist, ob ihr alles sehen könnt, aber ich denke ja. Und ansonsten kennen wir ja schon die super Kommentare von euch und ja, like the way I do. Satisfy your senses. Found
Der spielt toll, oder? Hier. Die singt toll, oder? Große Klatsche, nicht Klatsche. Große Klatsche, nicht Klatsche. Viel Geklatsche, Geklatsche für den Schatti, cool. Der ist wirklich toll. Ja, vielen, vielen Dank. Du bist toll, ich finde das richtig cool. Ich habe ja eben schon gesagt, die Katja war gar nicht hier zum Proben. Wir haben uns vor 3 Stunden, du warst um 4 Uhr hier, wir haben uns kurz zusammengesetzt, bisschen geschnackt, bisschen beschnuppert und haben gesagt, jetzt machen wir Musik und ja, das ist das Resultat. Ich sehe, hier sind ganz viele Leute online, die Katja Brück, Family Rocks. Familie von dir? Die ja, Katja, ja, ja, Familie zu. Von mir, hallo. Okay. Hallo Katja, schön, dass Katja dich sieht, also hört, also ich meine. Es schreibt der Andreas Peter Koch. Grüße. Hi, Andi. Von Katja. Us Kochi, Us ja, Drummer cool. Von meiner Band Feel Friday. Hallo Kochi. Der Henning Griese ist mit dabei und die Lena ist mit dabei. Mega. Ah, oh, cool. Ja, also alle, ganz, ganz, ganz viele Leute sind mit dabei. Super schön, wenn ihr mit zuguckt, das ist ganz toll. Ja, so soll es sein, so soll es sein. Ich finde das auch richtig klasse, dass du hier bist. Vielleicht eben für dich draußen. Wo kommst du her? Ich komme aus Wetzlar. Das ist in Hessen. Das ist in Hessen, mitten in Hessen, da wo Leica ist. Leica sagt den Leuten was. Leica, das Würstchen. das ist Maika. Ach so, das ist Maika. Ja, Leica war diese Fotografin. Ah, das, ja, ja, genau. Ja. Und wenn ich rausgehe aus meinem Haus, kann ich auch direkt auf das Leica-Gebäude gucken. Ja. So ein paar Meter entfernt, Luftlinie. Okay. Aber geht, der Lenny Kravitz war auch schon da. Ehrlich? Ja, cool. Der hat wahrscheinlich mit dir singen wollen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Nein, ohne Scheiße, ist doch mega cool, oder? Richtige Rockere, schreibt der Christian Feldkemper. Großes Kino, schreibt die Christine Wille. Also, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und endlich wieder Mucke, oder? Ja! Wie lange hast du jetzt keine Musik mehr gemacht? Über ein Jahr. Überlegt euch das also mal, theoretisch Leute. 1,5 Jahre sind einige Schicksalsschläge noch gewesen. Und ich habe faktisch drüber nachgedacht, nachdem ich wusste, dass ich hierher komme und dachte nur, oi. Stimmband ist ja auch nur ein Muskel, wenn der ein Jahr eigentlich nicht mehr gesungen hat, auch das klappt. Aber Schatti gibt viel Kraft und ich hoffe, dass ich mich nicht blamiere. Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Hier kann sich keiner blamieren. Ne? Und ich sage das ja auch wie bei allen anderen, die hier waren, immer, also wenn wirklich irgendwas komplett daneben läuft, dann bin ich das, weil ich mich dann halt einfach verspiele. Ne? Aber ich glaube, da kann man mit leben. Easy peasy. Easy peasy, das habe ich heute neu gelernt. Das Wort easy peasy habe ich, glaube ich, jetzt schon 50 Mal gehört, mindestens. Ist so eins deiner Lieblingswörter, ne? Vor allen Dingen gibt es auch eine Autowerbung. Bei der Autowerbung wird ein Lied gemacht, was ich echt süß finde und was alle mitsingen sollten, dann, wenn sie zu Hause sind. Es gibt ein, nee, nicht Autowerbung, ich glaube Versicherung, egal, ist in der Werbung irgendein Lied. Irgendwas. Das ist von den Four Non Blondes, das heißt What's Up. Und das ist so schön, also das ist einfach süß und schön, süß, schön, zusammen heißt schön. ich wäre dafür, dass wir What's Up auch mal machen. WhatsApp kennt ihr bestimmt und, alle. Und im Übrigen, ihr solltet ihn mal anfeuern, dass er mitsingt bei den Refrains und überhaupt, also prinzipiell mitsingt. Ich hätte nämlich gerne, dass er alles mitsingt. Ja, ja. Also er soll mitsingen. Glaubt ihr, manche, die jetzt gerade zuschauen, wissen, wie ich singe, die wollen das nicht. Glaubt mir das. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Feuert ihn mal an, sagt ihm mal, er soll mitsingen. Es grüßt auch die Sarah Häuser. Sarah aus Mettbach. Oh, mein Baby. Oh, das ist mein Oh ja, hallo Sarah. Dann machen wir das nächste Lied für Sie, oder? Ja, das nächste Lied ist für dich und für den kleinen Süßen. Ah, und das stimmt sogar so ein bisschen. Ah. Get up that great bill of hope for a destination. I realized quickly that I knew I should, but the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. So I cry sometimes when I'm lying back, to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah.
Try. Oh my God, do I try? Tried all the times in this institution, and I pray. What's up? Super cool, oder? Der spielt so schön, man kann. Ah, du singst so schön. Die Andreas Zeil schreibt, Hass ist nicht verlernt, Katja. Mann, was freue ich mich auf den nächsten Live-Auftritt, wenn ich euch endlich wieder vor meinem Pool stehen habe. Ah, das scheint ein Tontechniker zu sein. Hallo, Andreas Theis. Hallo, Andi. Ja, liebe Andi, gib uns ein Feedback, ob der Sound in Ordnung ist. Wenn es einer wissen muss, dann ja wohl du, hoffe ich, so als FOH. Der ist ganz toll, also wirklich klasse. Die Tanja schreibt, Serapinis, total schön, die zwei. Die Tanja Serapinis war auch hier mit ihrem Gitarristen. Das war auch toll, ne? Die Nicole Henke, auch super begeistert, die war ja auch schon hier. Toll, macht ihr das so schön, danke. Ja, hey. Was soll ich sagen? Alles tippitoppi. Also dafür, dass wir uns erst seit 3 Stunden kennen, also ich kenne sie jetzt genau 3 Stunden länger wie ihr. Und total cool. Was ich hätte nie gedacht, dass man das, weil in der Regel sind ja alle Gäste, die hier hinkommen, so zumindest einmal so zu Probe da, und dass man sich mal eben kennenlernt. Du hast das komplett abgelehnt, weil ich ihr komplett unsympathisch war am Telefon. Und jetzt bist du hier und ich find's cool. Es macht Laune. Also, das ist voll gelogen. Der war super sympathisch am Telefon und ich dachte, der ist so nett am Telefon, das geht, das klappt schon, alles easy, alles peasy. Ja, sehr cool. Ja. Ich wäre noch dafür. Du spielst auch in der Band. Ich singe. Du singst in einer Band. Sag kurz was zu deiner Band. Die Band Feel Friday ist eine Rock-Pop-Coverband. Aus den letzten 60 Jahren machen wir Lieder, also von ganz alt bis auch relativ neu. Mein Problem ist halt, dass ich das so gerne mache. Wer macht das nicht? Das ist echt ein Problem, weil wir dürfen weder proben, wir haben auch keine Auftritte. Die ganzen Auftritte, ich meine, ich bin Hesse, wir wären auf dem Hessentag gewesen, yeah. Das ist schon echt schlimm. Für mich ist das, muss ich dazu sagen, bei uns ist viel, viel passiert in unserem Leben, auf das ich jetzt nicht eingehe. Aber die Musik ist sowas von der Akku, das Pflaster für meine Seele, die Powerbank für mich. Und wenn man dann auf einmal von jetzt auf gleich überhaupt keine Musik mehr hat, ist schon schlimm, ne? Horror. Aber dafür gibt es ja Schattis Piano Lounge zum Beispiel. Vielen Dank nochmal an Irina. Die hat mich top, die hat gesagt. Ach, du bist gar nicht von selber aus auf mich gekommen, musste dich erstmal leiten. Nein, Also hätte ich das gewusst vorher, hätte ich das auch immer geguckt, weil das auch toll ist, allein Musik zu sehen, Live-Musik, das ist klasse. Und ich habe halt den Tipp gekriegt, mach mal, bewerb dich mal, bin ich sehr dankbar für, weil allein die Tatsache hier stehen und singen, Das ist cool, oder? Ja.
Du hast auch schon die Leute angesteckt, die Sina Plata schreibt gerade, tippitoppi, easy peasy. Sehr cool. Ja, die Carmen Schweißbund schreibt, mach weiter so. Ja, sollen so weitermachen. Dann machen wir doch weiter. Ja. Hast du noch einen Song? Ja, wir haben noch einen rockigeren Song. Sollen wir den? Was hättest du denn gehen? I love Rock'n'Roll. I love Rock'n'Roll? Dann nehme ich aber die Gitarre für. Macht Sinn. Ja? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ich bin da aber guter Dinge irgendwie. So, da schauen wir mal, was hier abgeht. Normalerweise bin ich ja mehr so der Piano-Fritze. Ja, aber das Witzige ist, dass der erste Satz bei dem Lied dich echt beschreibt. Meinst du? Ja. I saw him. Ich glaube, mit saw him. Dancing there by the record machine. Ah ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Theoretisch hätte ich jetzt gesagt, fang an mitzuklatschen. Saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. Well, it wouldn't be long, then it would be me. Yeah, me. Moving all along, now singing with me. Yeah, me. Singing, I love. Put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. Come on, take a son and dance with me. Ow! He smiled, so I got up and asked her his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can be alone? Next, we're moving on, that it will be me, yeah, me. We're moving on and singing that same old song, yeah, with me. Singing, I love rock and roll. Put another dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. Come on, take your time and dance with me. Said, can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, that it will be me, yeah, me. We'll be moving on and singing that same old song here with me. Singing, I love rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. Come on, take your time and dance with me. Putting out a dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. Come on, take your time and dance with. I love rock and roll. Putting out a dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. Come on, take your time and dance with me. Yeah, I love rock and roll. Ja, sehr cool. Keine Ahnung, wie der Sound mit der Gitarre rüberkommt. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Aber, ups. Aber es wird reichen, denke ich. Irgendwie. Zumindest habt ihr das Lied erkannt. Ich hoffe. Da muss man einfach, wer schreibt hier? Da muss man einfach mitziehen und tanzen, schreibt die Verena. Die Manuela schreibt, hammer cool. Das macht echt sehr viel Spaß mit euch, schreibt die Tanja. Andreas Theil schreibt, wir würden uns freuen. Oschi? Keine Ahnung, auf was er gesagt hat. Weil die unterhalten sich auch schon mal untereinander da im Chat. Das ist immer witzig. Super, super Song, super geil. Vielleicht seid ihr, was schreibt da? Der Oschi Oschwald schreibt, vielleicht Oschi. Seid ihr Feel Friday nächstes Jahr auf dem Hessentag. Würde mich freuen. Grüß den Oschi. Danke, Oschi. Ja. Schön, dass du zuguckst. Freut mich ein Bagger. Und der Andy schreibt, passt schon, Schatti, also mit dem Sound. Ja, da bin ich ja zufrieden. Weil auch für dich, mein lieber Andy, du schaust wahrscheinlich auch zum ersten Mal zu heute oder auch für die, die zum ersten Mal zuschauen. Das ist hier alles 0815. Also du kannst es ja bestätigen, liebe Katja. Viele meinen ja immer, wir haben hier ein Megatonstudio. Nein,
Wir haben hier einfach nur ein Mikrofon und eine kleine Anlage stehen. Und das, was ihr jetzt gerade seht, ist mit dem ganz normalen 0815 Handy aufgezeichnet, beziehungsweise wird gerade gestreamt. Also es kann sein, dass der Stream auch schon mal abbricht und dass der Sound schon mal nicht ganz so toll ist und dass ich nicht ganz so schön aussehe. Ja, ich sowieso nicht. Aber, aber wir geben unser Bestes und ja, und ihr seid mit dabei und das ist cool. Ja. Wie fühlst du dich? Super easy, wenn es nach mir gehen würde, noch 4-5 Stunden auch okay. Ja. Das ist dieses, ja, das ist, wirf den Ball. Die Heidi schreibt super, die Ilona ist mit dabei, mal wieder Zeit zum Zuschauen. Ja, Ilona, grüß dich, schön, dass du zuschaust. Findet übrigens jeden Sonntag statt, ne? Für so, für die Erinnerung. Pass mal auf, ich habe dir ja voll was angedroht. Jetzt kommen irgendwelche Fragen. Ganz genau, du hast zugehört, das ist cool. Die meisten kennen das schon, ich stelle immer 7 Fragen an meine Gäste. Letzte Woche hat der Henning Gries, alias Frumpy Man, der ja auch schon hier war, mich gefragt, habe ich noch gar nicht darauf geantwortet, warum ausgerechnet 7 Fragen? Alter, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Für die Fragen ziehe ich erstmal einen Hut auf. Okay. Ist das ein Deppenhut oder was für die Fragen? Ja, okay, genau. 7 Fragen an die liebe Katja. Also wenn ihr natürlich Fragen an die Katja habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in diesen Chat schreiben. Ich werde das dann weitergeben. Oder die Katja wird die morgen oder heute Abend oder wann auch immer mit Sicherheit auch beantworten, ne, wo ihr sie erreichen könnt, wo ihr sie vielleicht auch buchen könnt oder so. Aber da reden wir gleich auch nochmal drüber. Und ja, schreibt's einfach rein, finde ich cool. So, jetzt die Fragen an dich. Wodka oder Milch? Milch. Okay. Stiefel oder Pantoffel? Pantoffel. Diva oder Weichei? Weichei. Kann man ja nicht glauben, oder? Pommes oder Sekt? Pommes. Autofahren. Fährst du lieber schnell oder lieber langsam? Ich bin jetzt Mutter, nur noch langsam. Okay. Und Schatti ist, vollende den Satz. Total lieb und echt toll. Das sind die 5 Wirklich? Euro, die ich immer überweise, damit die das sagen. Und die letzte Frage. Hip-Hop oder Heavy Metal? Hip Metal. oder Hop Heavy. Heavy Hop. Ja. Heavy Hop. Ja, heavy sehr hop, cool. Heavy. Katja, du bist eine verrückte Nudel, schreibt der Hansi. Ja. Hansi ist der, wo ich dir von erzählt habe, mit dem ich halt auch zusammen in einer Band spiele. Den hast du ja schon gesehen praktisch ja, eben. Ja. Ne? Der wohnt ja nicht so weit weg. Ich bin nicht so wie verrückt, nur wie normal. Ja, cool. Wie gesagt, das waren deine 7 Fragen. Du hast es auch überlebt. Du kannst den Hut gerne auflassen, du kannst ihn wieder absetzen. Was auch immer du möchtest. Ist mir vollkommen egal. Sag mir lieber, ob wir noch einen Song machen. Ja. Ja? Ja, ja. Wollen wir noch einen machen? Ja. Es ist ja so, dass wir bald Sommer haben. Für den Sommer habe ich mir Regen gewünscht. Deswegen lass es mal Regen. Okay, dann weiß ich, glaube ich, so grob, was du meinst. Ist ein sehr, sehr toller Song. Ich mag diesen Song richtig, richtig gerne. Und ihr kennt ihn mit Sicherheit auch. Vielleicht nicht in der Version, wie Katja ihn jetzt performt oder wie ich sie begleite. Aber hey, das wird schon irgendwie passen, denke ich. Ist dir was runtergefallen? Nein, ich musste mir nur gerade den Sound einstellen. Ah. Ja, ich muss ja schon mal ein bisschen drauf achten. Cool. So, wir fangen an mit einem schönen Song. Oh, das war schon mal falsch. Du solltest nur regnen lassen. Warte mal, Wir fangen auch nochmal an. Warte mal, ich habe das Mikro verstellt. Ich bin nämlich dagegen gekommen. Ja, genau. Muss ein bisschen zurück wieder. Ja. Warte. Kriegen wir hin. Das ist so, das ist live. Ich habe zu viel gezappelt und so. Ich weiß, da war was falsch. Und alles jetzt habe ich mich nicht mehr getraut. Alles gut. Wir haben ja auch nicht geprobt, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Außerdem, shit happened. Genau.
Immer, das glaubt denn noch einer? Nein, ich höre mehr dem Klavier zu als mir. Das ist echt irritierend manchmal. Die Verena schreibt so: Hammer gesungen, so. Oh, warte, die geht schon wieder ab in den Kommentaren. So, Hammer gesungen, Gänsehaut, Tränen im Auge, sehr, sehr schön. Guck mal, hier fliegen die ganzen Däumchen und Herzchen. Ich zeige das hier immer ganz gern meinen Gästen. Ist toll, oder? Super Stimme, super Begleitung, alles bravo. Also, ja, hey, was soll ich sagen? Alles toll.
Cool. Schatti, ihr harmoniert zusammen. Ja, schreibt die Tanja. Ja, finde ich auch. Ja, das ist. Dann so hat ja auch schon mit dem Uso angefangen. Also von daher kann man hier nur super harmonieren. Das ist Ritual, sag ich doch. Ist ein Ritual. Genau. Kommt immer was Gutes bei. Der liebe Heiko ist auch mit dabei. Heiko Rosellen. Ja, für die nochmal, die später eingeschaltet haben, heute hier die Katja aus dem Hessen. So, und ich habe dich vorhin nach deinem Nachnamen gefragt, weil ich mich immer so schwer tue, den auszusprechen. Magst du ihn nochmal sagen? Georgiades. Georgiades. Ja, mein Mann heißt auch Georgiades. Hallo. Hallo, Mann. ich komme aus Wetzlar. Ich bin Mitglied bei drei Bands. Einmal okay. Feel Friday, Rock-Pop-Cover-Band, dann Heartbeat Inc. Wir machen Heavy Metal Meets Pop-Cover. Das ist halt cool. Was anderes. Ja. Und Seven for Fun, auch Cover. Und ich kann es gar nicht abwarten, wenn wir Künstler endlich wieder irgendwas tun können. Das ist echt, echt wie Steinkloppen in Sibirien. Ja. Ohne Musik. Ich bin mehr als dankbar, dass ich heute hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Das ist so, yeah, endlich mal wieder. Ja, ja. Hey, hey, so geht's mir jede Woche. Hey. So geht's mir jede Woche. Das ist toll, oder? Ja. Ja. Ja, das ist nicht nur toll, das ist echt, Entzug ist gar nichts dagegen. Ja, ja. Die Marina schreibt, ihr macht das toll. Einfach nur genial, schreibt die Christine Wille, der Boris Wissmann, einfach nur Hände klatschen. Und also wie gesagt, hier, die sind alle begeistert von dir natürlich, von der lieben Katja. Nee, von uns. Ja, von uns natürlich, deine vierte Band sozusagen. Ja! Ja, tippitoppi. Ja, nochmal herzlich willkommen hier in Schattes Piano Lounge. Jeden Sonntagabend, 19 Uhr, habe ich immer andere Musiker hier, Sänger, Sängerinnen, Instrumentalisten, alles querbeet, Duos, Trios, Bands, querbeet und hey, es macht Laune und ich bin stolz darauf und ich finde es toll, dass du auch hier bist und vor allem so weit angereist bist. Du bist über eine Stunde gefahren, ne, und ja, aber das macht nichts, das ist nicht schlimm. Ist ja nur eine Autofahrt. Da ja. Hört man Musik laut. Ja, ja, das stimmt. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, schreibt die Sina. Perfekt. Ja. Perfekt. Perfekt ist auch garantiert der nächste Song, der nämlich welcher wäre. Also perfekt kenne ich von Ed Sheeran. Nee, den meine ich nicht. Wir haben schon 19.40 Uhr, ist der Hammer, oder? Oh. Ja, die Zeit, die fliegt. Deswegen such dir was aus, was auch immer du machen möchtest. Zombie wäre auch ganz gut. Ein Zombie? Ein Zombie machen wir. Zombie. Ja. Zombie kriegen wir hin. Zombie kennt ihr auch den Song. Auch, glaube ich, noch nie auf dem Piano gespielt, also ich noch nicht vorher. Theoretisch muss ich mich aber dann ja noch zu einem Zombie verkleiden. Zu einem Zombie verkleiden? Oh, einfach abschminken geht. Ja, das mache ich auch immer. Ich bin auch immer abgeschminkt. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, spielen wir den Song. What's in your head? In your head.
Zombie, 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 Zombie. Junge, Junge, Junge. Ja, sehr cool. Macht richtig Laune. Das ist echt schön. Das Problem ist, dass die Zeit so schnell rum ist, dass es so, oh nein, ich will noch nicht aufhören. Nein, nein, nein. Der Andreas Peter Koch schreibt Grüße aus Wetzlar. Die Verena Krebs schreibt wunderschön. Ja, alle zufrieden hier. Ich muss mal gucken. Jetzt sind wir schon wieder so. Oh, der Laurent ist auch mit dabei. Also Belgien schaut auch zu. Der Frank Edelmann, schöne Grüße vom Feel Friday. Bonsoir. Ja, toll. Grüße aus Blueswell, aus Lindenberg. Bernd Pede Pilaikis? Kennst du? Nein? Okay. Egal. Herzlich willkommen. Ja, wir sind wirklich schon am Ende, aber ich glaube, ein Stück haben wir noch, oder? Ja, wollt ihr noch einen? Also ich hätte ihr wollt noch, bestimmt noch einen, ich, oder? Ich hätte ein Lied, das habe ich aber bis jetzt wirklich noch nie gemacht und so weiter. Okay. Und ich muss dazu sagen, am Freitag war der Todestag von einem ehemaligen Mitglied von der Band Feel Friday. Und weil er sich immer gewünscht hat, dass ich dieses Lied mit ihm zusammen auf der Bühne singen werde, habe ich gedacht, okay, ich versuch's. Keine Ahnung, ob ich's hinkriege, ich weiß es nicht. Aber wir versuchen's mal. Würde ich sagen. Also es ist okay. Ein Lied, Shallow heißt das, aus dem Film mit Lady Gaga. Falls es schief geht, ignoriert mich. Aber ich mache das in Gedenken an den Todestag auch. Liebe Grüße, Kai. Okay, also sehr emotional. Ich gebe mein Bestes. Something, girl. Are you happy in this small town, bed? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing. For change, and in the bad times, I feel myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I feel myself. Yeah.
Shallow. Nede. Wie geht's dir? Einmal Luft holen, okay. Einmal Luft holen, cool, oder? Ja. Was meint ihr? Ja, ja, ich seh schon hier. Hier fliegen die Herzchen und Däumchen und alles wunderbar. Das ist so süß, wenn er sowas genial, sagt. Wow, schreibt Andreas Peter Koch. Also hier, super, super toll. Ey, wir haben schon 19:50 Uhr, das ist der Hammer, oder? Aber, weißt du was? Das ist unglaublich. Wir haben vorhin, ich habe ja erzählt, wir haben vorher überhaupt nicht geprobt. Wir haben uns vor um 4 Uhr erst heute kennengelernt. Wir haben die Lieder einmal durchgespielt, haben gesagt, komm, reicht so, passt. Und dann haben wir noch ein bisschen gechammt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten. Ja, das hat so Spaß gemacht. Und dann haben wir ein Lied gespielt und da hast du gesagt, das würdest du gerne so als ganz zum Schluss machen mit mir zusammen. Ja. Wollen wir das probieren? Nur wenn du magst und wenn ihr das natürlich wollt. Also, ganz nebenbei, er kann auch singen. Ich habe darauf bestanden, dass wir ein Lied machen, was er singt. Hallo? Alle, die dich kennen, wissen, dass du es kannst. Nein. Und es gibt nun mal Lieder, die viel bedeuten, gerade für anwesende Musiker. Und dieses Lied hat einen Text, viele verurteilen das. Nee, das ist schon, das hat man so oft gehört, bla bla bla. Egal, es geht trotzdem darum. Ich will endlich für alle Bands, für alle Musiker eine Freiheit. Eine Freiheit, die wir endlich, endlich haben sollen. Deswegen habe ich ihn darum gebeten, dass er dieses Lied singt. Ich begleite nur. Ich will, dass du das singst. Aber du hilfst mir. Ja. Und ihr wisst, sie ist schuld. Und grillt mit, wenn die Nachbarn euch hören, seid ihr laut genug. Genau. Freiheit. Kann er das nicht? Toll, ist der Hammer, oder? Deswegen wollte ich, dass er das singt. Ja. Es schalten auch schon die ersten ab hier. Nein. Nein, super. Ja, wusste gar nicht, dass du Hammer singen kannst, schreibt die Verena. Ja, Verena, was hast du denn schon getrunken? Wahrscheinlich auch schon ein Uso.
Ja, super cool. Wir sind leider am Ende. Wir haben schon 19:55 Uhr. Ist der absolute Hammer. Oh Mann, jo. Liebe Katja, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Mir hat das richtig Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Und ich kenne dich ja tatsächlich erst seit 16 Uhr heute. Ja. Wir haben nur einmal telefoniert. Und es war echt toll. Mega cool, eine tolle Zeit mit dir. Einer, der genauso viel labert wie ich. Ja. Richtig cool. Vielleicht jetzt nicht im Livestream, aber vorhin war es echt toll. Richtig spannend. Ich konnte mal richtig relaxen, weil ich nicht so viel reden musste. Nein, echt nein. Das ist natürlich nicht böse gemeint. Ich leide an Logorö. Logorö, genau. Ja. Nein, wirklich toll. Für euch da draußen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet bitte nächste Woche wieder ein. Dazu sage ich nicht nächste Woche Sonntag, sondern am Samstag um 20.15 Uhr, am 6. März 20.15 Uhr, gibt es eine Special-Ausgabe oder eine Special-Edition von Schattis Piano Lounge im Theater Lütz in Siegen. Also Samstagabend am 6. März 20.15 Uhr. Wo ihr das Ganze verfolgen könnt, wo ihr das Ganze sehen könnt, werde ich noch posten, werdet ihr verfolgen können oder ihr fragt mich einfach, ist kein Problem. Dafür muss man auch kein Facebook haben, das kann man auch auf YouTube schauen oder auf den Homepages, aber dazu kommen noch ein paar Details. Also nächste Woche Samstag, 20.15 Uhr, Livestream Sonder Edition aus dem Lütz in Siegen mit ganz vielen tollen Gästen, da freue ich mich richtig drauf. Und deswegen hier an dich, liebe Katja, Dankeschön, das hat mir echt Spaß gemacht, hat richtig cool ich und ich hoffe, man bleibt ein bisschen mehr in Kontakt. Ja, und toll. Ja, ich übergebe das Wort an dich. Ich mache mich wieder weg, wie immer. Und ja, hey, sag noch was an. Was auch immer. Und also ich soll was ansagen. Da ist deine Kamera. Mach's gut, ihr. Ciao. Ich danke sehr an alle, die zugeschaut haben. Ich danke euch sehr. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Und Daumen hoch und Smiley. Das ist echt gut für das Selbstwertgefühl. Dankeschön. Danke. Tausend Dank an euch. Ich soll im Übrigen diesen Zettel halten, wenn wir fertig sind. Wann gibst du mir denn ein Zeichen? Wenn du fertig bist, bist Ach du so, fertig. Ich bin fertig. Ja, dann mach Sendeschluss. Ich hab fertig. Vielen Dank, ich mach Sendeschluss. Hallo?